Free Spirit. Kollege antwortet, Shindy bringt nächsten Diss. Ich weiß nicht, geht es da um den Freestyle vielleicht über Insta, den wir uns schon reingezogen haben? Mal gucken. Ne? Wann kam das denn? Vor 15 Stunden. Lass mal checken. Eieieiei, was war das für ein Wochenende? Letzte Woche brachte Shindy aus dem Nichts seinen Track Free Spirit und brachte hiermit einen bereits mehrere Jahre zurückliegenden Beef wieder komplett auf die Landkarte. Denn Shindy feuerte hier wirklich sehr hart gegen Kollega und mit einzelnen harten Lines auch gegen Farid Bang. Bereits am nächsten Tag legte Shindy dann weiter. Was waren die Farid-Lines nochmal? Ich glaube, diese Vatergeschichte, oder? Kam da noch mehr? Danach und postete mehrere Stories, mit welchen er sich über Kollega lustig machte. Der ist aber richtig, der hat richtig Bock, ne? Und bis zum Wochenende hatte Kollega noch nicht reagiert. Doch das änderte sich dann Samstagabend. Erst einmal aber legte Shindy vorher noch weiter ordentlich nach. So gab es beispielsweise einen Post von Shindy, in welchem dieser bekannt gab, sein. Nach 10 Jahren. Sehr erfolgreicher Zusammenarbeit mit Sony darf ich euch heute mitteilen, dass ich die nächsten Schritte meiner Karriere mit Universal an meiner Seite gehen werde. Ich bin Sony mehr als dankbar für die großartige Zusammenarbeit, den bedingungslosen Support, vor allem durch die jahrelange Vertragsproblematiken und in letzter Instanz auch die Inkaufnahme rechtlicher Konsequenzen und Sperrungen mit dem Release von In meiner Blüte. Ich danke dem ganzen Team von Herzen und kann die ersten Releases mit Universal kaum abwarten. Eine Zusammenarbeit mit dem Major-Label Sony zu beenden und in Zukunft bei Universal zusammen. Ja, ja, Vaterschaftstest. Ne? Ich bin einfach euer Vater ab jetzt. Unter diesem Post kommentierte jemand, ich glaube, nach Farid seiner Antwort wird dein nächstes Album sanktioniert. Und Shindy fixierte diesen Kommentar. Außerdem startete Shindy eine Instagram-Fragenrunde mit einem Bild von Kollega, auf welches Shindy wohl selbst mit seiner Zeile Du bist am zum Hitler-Type-Shit angespielt hatte. Und in dieser Fragerunde erfahren wir etwas mehr Hintergründe zu Shindys jetzigem Kollega-Diss. So haut Shindy beispielsweise raus, dass der Track nicht auf dem Album sei, weil er das Album bereits Anfang März abgegeben habe. Ja, aber das, klar, das, nee, das würde auch nicht passen. Das war ja ganz kleine Reaktion auf diese Folge, ne, auf diese Mitten im Boss-Life-Folge und den Track, den der Kolle da rausgehauen hat. Und ich glaube, am Ende ist es Promo. Ne? Und da sei das noch nicht abzusehen gewesen. Offenbar scheint für Shindy also wirklich Kollegas Shindy-Parodie In seiner Blüte der ausschlaggebende Grund für den jetzigen Diss gewesen zu sein. Na, was heißt, ich glaube nicht nur dieser Song, sondern allgemein die ganze Folge war ja recht lächerlich machend. Ich lese dann auch einen leicht ironischen Unterton raus, wenn Shindy schreibt, er habe ja versucht, Kollegas Diss sportlich zu nehmen. Hab versucht, aber ich konnte nicht. Ganz offensichtlich hat er ihn ja aber eben nicht sportlich genommen, sondern ist ja auch ziemlich weit gegangen, indem es mehrere Mutterlines gegen Kollegas. Ja, aber guck mal, das ist wieder so die Sache, ne? Wann nimmt man was unsportlich? Ich finde, guck mal, die ganzen Leute sagen, ne, ja, er hat es ja selbst gesagt, ja, wer hätte das gedacht, ich nehme es unsportlich. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, es ist alles doch innerhalb der Rap-Szene. Ich finde, solange das da bleibt, ist es doch sportlich nehmen. Unsportlich nehmen ist es eher, wenn es dann nach außen, ne, außerhalb dieses Rap-Kosmos in irgendwie Straßen-Action endet oder so. Das würde ich unsportlich bezeichnen. Nicht genommen, sondern ist ja auch ziemlich weit gegangen, indem es mehrere Mutterlines gegen Kollega gab. Darauf angesprochen schreibt Shindy dann einfach nur JBG-Style und ein brennendes Herz. Nachvollziehbar. Ich meine, der hat auch harte Lines abbekommen, ne? Auch gegen Vater. Ich finde, gerade ein Kolle und ein Farid müssten das eigentlich ja extrem sportlich nehmen. Also wenn es wegen diesen Lines irgendwie in eine andere Richtung geht, wäre das peinlich. Ich meine, die können nicht Austeilen nicht einstecken können, ist dann auch nicht so geil. Es ist dann also nämlich ganz offenbar doch schon so, dass Shindy nicht nur auf In seiner Blüte reagierte, sondern halt auch die alten JBG-Rechnungen gleich mal mitbeglichen hat. Ja. Nun darf JBG3 nun mal nicht nur Kollega, sondern auch Farid vertreten und auch gegen diesen gibt es jetzt von Shindy eine ganz klare und harte Ansage. Aber erstmal, überall hört man von steigenden Preisen, Inflation, Hilfspaketen, dies, das, jenes. Aber wisst ihr, was die Inflation wirklich ausgleicht? Wenn man mit dem Code RAP10 10% beim Einkauf bei Sekt Plus spart. Das ist die Lösung. Schulz. So macht man das. So postete Shindy einen alten Text von Farid, in welchem dieser vor einiger Zeit schon über Shindy geschrieben hatte, dieser sei jemand, der versucht habe, andere Leute zu unterdrücken. Shindy ist ganz weit vorne, er ist jemand, der versucht hat, andere Leute zu unterdrücken durch den Background, den er hatte. Kaum ist er nicht mehr da, hat er sich verkrochen und traut sich nicht mal in Instagram online zu gehen. Ganz ekelhafter Mensch. Okay, also scheinen die Fronten wirklich sehr verhärtet zu sein. Den Rücken, den er gehabt habe. Doch kaum sei dieser Rücken weg, habe sich Shindy verkrochen und traue sich nicht mal mehr, bei Instagram online zu gehen. Shindy sei ein ganz ekelhafter Mensch.
Hierzu schreibt Shindy dann heute: In Wahrheit redest du hier über dich selbst. Als ich kurzzeitig mit Leuten aus der Unterwelt zu tun hatte, hast du dich öffentlich entschuldigt. Was mich nicht interessiert, da du es nicht bei mir persönlich gemacht hast. Seitdem ich alleine bin, ist dir eingefallen, dass du wieder sticheln könntest. Für JBG3 seid ihr im Vorfeld regelrecht Schutzshoppen gegangen aus Angst vor Arafat. Diese Bezeichnung, Alter, Schutzshopping. Finde ich nice. PS, ich weiß, ihr seid alle neidisch, dass ich den Kuchen nicht mehr teile. Viel Spaß mit euren Brüdern. Hm. Man könnte jetzt denken, irgendwann tritt Shinny dann jetzt vielleicht auch mal einen Schritt zurück. Doch weit gefehlt. Wenig später legte er dann nämlich auch noch einmal musikalisch nach und veröffentlichte... Guck mal, ich sag dir ehrlich, wenn er einmal diesen Schritt geht, ne, mit Mutter beleidigen, dies, das, ja, das ist ja so in der Rap-Szene so das Härteste, was du machen kannst, dann ist ja klar, dann gibt's ja keinen Weg mehr zurück. Der ist halt voll im Angriffsmodus und zieht es jetzt auch eiskalt durch. Aber man muss sagen, Digga, der Konter von Kolle war unglaublich. Eichhörnchen-Freestyle. In diesem Video, wo Shindy auf der Liege liegend mit rosa-pinken Outfit in der Sonne in die Kamera rappt, fallen dann wieder allerhand Lines, die ordentlich nach vorne gehen und haufenweise Anspielungen an Kollegas Karriere enthalten. Da habe ich mich halt gewundert, dass er das einfach so verschießt, weil da waren ja coole Lines dabei. Die gingen ja vor allem inhaltlich viel tiefer als jetzt in dem Free Spirit Song. Da waren die Lines ja sehr, sehr stumpf. In diesem Freestyle, ne, ging es ja ein bisschen mehr Inhalt, ne, so ein bisschen mehr in die Tiefe, so ein bisschen persönlichere Punchlines, aber einfach mal so nebenbei gedroppt. Los geht's zum Beispiel mit: Ihr habt doch schon ein ganzes Album gegen mich gemacht, ich war erfolgreicher danach, es hat euch nichts gebracht. Mit welchem Shindy ja ganz klar JBG3 meint, wo Shindy ja... Ich sehe es genauso. Ich finde halt geil, was daraus entsteht. Und jetzt gar nicht mal unbedingt so diese Sensationsgeilheit, sondern einfach dieses Competition-Ding, weißt du? In der Hoffnung, dass da musikalisch irgendwie ein bisschen was passiert einfach. Hat man einfach vermisst. Wirklich, sagen wir, sehr oft Erwähnung fand. Und wo es bis jetzt, 6 Jahre später, eben nie eine richtige Antwort von Shindy gab. Diese Line dann bezieht sich wieder auf ein Foto, was Shindy bereits von Kollegen gepostet hatte. Du machst nur irgendwo auf Malle ein auf Jetsetter mit einem Körper wie der iPhone-Kabel-Netzstecker. Ja, Mann, die habe ich erst gar nicht gepeilt, Digga. Aber wenn man sich die dann so visuell vorstellt, ist die schon nice. Der iPhone-Kabel-Netzstecker hat mit den beiden Kontakten unten... Eckmar erklärt sie extra für so eine richtigen Geos, Alter. Hätte ich das mal vorher geguckt. Quasi dünne Beine. Wie eben Kollege auf diesem Foto, was Shindy gepostet hat. Aber das Bild ist auch wirklich wild, Digga. Weiter geht's mit einem Bezug auf Kollegas mitten im Boss-Life. Deswegen, ich sag ja, ich fand diesen Eichhörnchen-Freestyle eigentlich recht nice. Ich meine, das war einfach so, ne, auf die Schnelle mal runtergerappt. Und der Cut kam auch ziemlich komisch. Als wenn's noch weitergeht. Wer weiß, vielleicht ist es ja nur eine Ankündigung von einem Track, der noch kommt oder so. Und da geht's dann also, ne, richtig studioaufnahmemäßig weiter. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt weird, dass er so ein inhaltliches Ding irgendwie mal schnell rausrotzt. So. Der Folge, wo dann auch mal die Jägerpulle auf dem Tresen steht. Ihr sucht noch Lines und trinkt in deinem Keller Jägermeister. Ich sitze in der Sonne mit mehr Drip als der Kollege Eisberg. Auch der nice. Kollege Eisberg ist ein rund ein Jahr altes Video des YouTubers Jules, wo zahlreiche... Kuss geht raus an Jules. ...weirde Facts über Kollege ausgepackt werden und wo sich Shindy wohl ganz offensichtlich in seiner Diss-Track-Recherche bedient hat. Ey, aber ich sag euch ehrlich, das ist ja auch wirklich eine Schatzkiste, oder? Der Kollege Eisberg, das ist ja eine Schatzkiste. Da kannst du ja 10 Tracks draus machen. Und dann gibt's auch wieder eine Mutterlein. Wenn Shindy nämlich rappt, sag dem Weltmonarchen, ich will Pancakes. Deine Mutter bringt Ahornsirup mit den French Nets. Und hiermit ist dann auch eine alte Line, der von sich auf dem Track Pancakes umgewandelt hat. Und vielleicht mit Ahornsirup wird dann auch auf das Halbkanadier-Ding von Kolle angespielt. Ebenfalls spielt Shindy dann weiter auf Kolles Geschäftsgebaren der letzten Jahre abseits der Musik an, wo Kollege beispielsweise eigene NFTs auf den Markt brachte oder auch... Ja, Digga, das ist so weird, Alter. NFTs. Für mich immer noch so ein Mysterium irgendwie. ...einen kryptominenden Schuh geworben hatte. Oh, Junge. Shindy rappt hierüber dann: Du kommst auf die Stage wie ein Dorfdisco-Gänger, Deutschrap Mehmet Göker, Schneeballboss, Krypto-Scammer. Weiter zeigt Shindy dann auf, dass er wohl auf jeden Fall noch so einiges gegen Kollege in der Hinterhand hat, was auf Free Spirit noch keine Verwendung fand, wenn er beispielsweise auf Kollegas Vergangenheit bei Selfmade Records eingeht und rappt: Du warst eine gute Bitch, Elvier war dein Zuhälter, Selfmade hält den Katalog, sag, was bist du selber. Und ganz zuletzt gibt es dann einen der typischen Fronts gegen Kollege, nämlich, dass dieser eben nicht
Flown kenne. Wo stehen die dann auch direkt gepaart und noch ein paar Mutter? Das habe ich nie so empfunden. Ich weiß auch nicht. Ich höre das öfter von vielen Leuten in Dingen. Sunny hat das ja auch gedroppt. Ich hatte jetzt nie so das Gefühl, dass da Kolle irgendwie nicht flowen kann. Weiß ich nicht. Der ist jetzt nicht unbedingt so ein Flow-Monster. Also, er wäre jetzt nicht so einer, bei dem ich sagen würde, so, boah, also Kollege hat so den krassesten Flow oder so. Aber ich finde immer passend zu seiner Attitude und zu dem, was er sagen will. So, keine Ahnung. Beleidigung mit reinpackt. Du Huhn, ich bin eine Hausnummer. Du flowst wie ein Taubschiff. Und dann... Ja gut, aber ein Shindy kann es trotzdem bringen, weil Shindy halt einfach... Der klingt halt einfach boss-like mit seinem Flow, ne? Trat endlich Kollege aufs Spielfeld. Denn Samstagnachmittag veröffentlicht er erstmal diese Story. Wohlgemerkt die erste Story überhaupt, nachdem Shindy seinen ersten Diss da rausgehauen hatte. Ja, das ist wieder fantastisches Kaiserwetter hier. Wir sind heute in Offenbach, liebe Freunde. Der Boss wieder unterwegs auf den Streets und haben hier ein schönes Event heute. Später aber, um 20.15 Uhr zu gewohnter Uhrzeit, werden wir es uns wieder gemütlich machen mit einer heißen Tasse Earl Grey und uns die neue Mitten im Boss-Life-Folge reinziehen. Bis später, Freunde. Ich weiß nicht, wie es euch... Dieses freche Grinsen. Er wusste genau, was da auf uns zukommt. Und es war wirklich krass. Ich habe mit viel gerechnet, ne? Ich habe mit Jokes gerechnet, die kamen ja auch, ne? Mit einem lächerlich machen. Aber wie das aufgezogen wurde innerhalb dieser ganzen Folge und dieser Track am Ende oder dieses Battle gegen sich selbst, das war einfach zu episch, Diggi. Alleine schon dafür hat sich das alles gelohnt. Aber man hofft natürlich, dass es noch weitergeht. Euch geht... Aber bereits bei Kollegas verschmitztem Lächeln am Ende, da war doch eigentlich klar, dass da irgendwas kommen wird. Und es kam was. Aber wohl anders als erwartet. Samstagabend erschien dann die 16. Folge von Mitten im Boss Life. Und hier lässt sich der Boss dann von seinem Butler Frederik zunächst einmal den Shindy-Diss-Track zeigen. Wir erinnern uns, Kollege hatte seinen Shindy-Diss-Track in seiner Blüte gebracht, in welchem er quasi in väterlicher Art... Ah, doch, ich fand das schon sehr gut, Paul Uke. Ich fand es sehr, sehr krass. Also die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist innerhalb des Videos, fand ich crazy. Also aus strategischer Sicht war das einfach ein Meisterwerk, Alter. Das war so krass gemacht, dass es einfach interessant ist, wie es weitergeht. Shindy mal wieder auf die Beine helfen wollte, ihn motivieren wollte, doch endlich wieder richtig durchzustarten. In Reaktion darauf brachte Shindy dann seinen Kollegen Diss-Track und so kann man sagen, Kollegas Motivation hat gefruchtet. Tief in ihm drin ist er eben doch ein Mentoring-Genie. Und genau so reagiert Kollege dann auch, wenn ihm der Shindy-Track gezeigt wird. Haben die Zeilen sie so hart getroffen? Frederik, das sind Freudentränen. Ist dir klar, was passiert ist? Unsere Kampagne Support für den Michi ist geglückt. Das hat gefruchtet, das Ganze. So einen Shindy habe man. So ein Assi, Alter. Man laut Kollege die letzten Jahre nicht erlebt und da freut sich Kollege dann eben einfach. Kollege überlegt dann auch, ob er sich für das Einstecktuch nicht noch eine Shindy-Box bestellen soll zum Support für den Michi. Und wenn man sehr spekuliert, könnte das eine Anspielung darauf sein, dass die Shindy-Box auch eine Woche nach Release des Albums noch nicht ausverkauft ist. Generell sei laut Kollege jetzt endlich mal wieder Leben im Deutschrap Saftladen und auch die Mutterlines von Shindy scheint Kollege jetzt, vielleicht anders als erwartet, nicht ganz so dramatisch zu sehen. Frederik, aber das nehmen wir jetzt mal einfach in Kauf. Hör mal, wenn Cinderella nach 6 Jahren Dornröschenschlaf da aufwacht, dann ist das normal, dass man da ein bisschen morgenmuffelig ist und ein bisschen rumzickt, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Bei dem ganzen Botox im Gesicht, da würde einem eben auch manchmal das Lachen im Gesicht vergehen. Aber das war auch so ein mieser Spruch, Digga. Kollege überschickt. Und dann bringt Kollege einen Move, mit welchem man wohl eher nicht gerechnet hat. Denn er bringt ganz in der Mitten im Boss-Life-Manier ein Rap-Battle zwischen Kollege und Felix Blume. Er disst sich also selbst. Aber Shindy findet auch Erwähnung. Und so finden sich dann gegen Shindy Lines wie: Merkt ihr eins, um eine Pussy zu f***en, braucht der riesige Bosscock keine Mutter zu dissen. Überhaupt, der Plan geht doch gerade auf. Free Spirit hat dem seelenlosen Lauch wieder Leben eingehaucht. Größtenteils... Also vor allem, wenn man sich überlegt, wie schnell das Ganze entstanden ist, ist das schon crazy. Also das, ich meine, wie viele Tage später kam das? 3 Tage später? 2 Tage später? Das ist schon heftig. Betteln sich hier dann aber halt wirklich Kollege und Felix Blume. Und während Kollege Felix beispielsweise die bekannten Dinge vorwirft, wie das alles auf Null-Video, psychosenmäßig, Verschwörungstheorien oder das Alpha... Ja, das war halt mega klug. Er hat so viele Angriffsflächen, was heißt weggenommen? Natürlich sind sie nicht aus der Welt, ne? Aber es ist halt schwierig, wenn er sich selbst damit disst. Erstmal musst du ihn noch besser dissen, als er es selbst gemacht hat. Und selbst wenn du das machst, hat es nicht mehr die gleiche Wirkung, weil
Protokolle es halt schon über sich selbst gebracht hat. Beim Mentoring gibt es umgekehrt von Felix gegen Kollega, Lines über Ghostwriter, den Splash-Auftritt 2006 und generell, dass doch alles nur Image-Rap sei. Kollega bringt hier also unterm Strich den Move, dass er quasi Shindy den Wind aus den Segeln nimmt, indem er sich einfach drüber lustig macht und auch selbstironisch auf die eigene Angriffsfläche geht. Mhm. Ist natürlich ein cooler Move und auch recht überraschend. Aber ganz ehrlich, so ein richtiger 5 Minuten ohne Hook Hardcore-Diss-Track von Kollega gegen Shindy, das wäre mir dann doch lieber gewesen. Ja gut, das kam jetzt 2-3 Tage später und war natürlich einfach so die erste Reaktion. Und die war, also dafür war das krass. Ich meine, am Ende sieht man irgendwie so eine Schachfigur und so eine Anspielung mit Farid. Ich denke, da wird schon nochmal was Richtiges kommen. Ne? Aber so als Happen zwischendurch war das schon nice. Dass da aber noch was kommen könnte, darauf gibt es dann zumindest Anspielungen im Video. So sagt Kollega nämlich abschließend im Video zwar, dass er das Ding jetzt zumachen wolle, allerdings wisse man ja eben nicht, was der Felix daraus machen werde. Das stehe auf einem ganz anderen Blatt. Und der Felix stehe ja auch noch immer unter dem Einfluss von seinem toxischen Freund Farid. Ganz am Ende des Videos sagt Kolle dann, dass er dann jetzt erstmal auch mal den Farid anrufen müsse. Und die letzte Szene des Videos ist ein Schachbrett, auf welchem eine Hand eine Figur ein Feld nach vorne schiebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir sind da gerade erst am Anfang angekommen. Da wird noch einiges passieren. Wahrscheinlich auch gerade von Farid. Farid teilte übrigens die Folge mitten im Bosslife und schrieb hierzu The Boss is back, nur um tags darauf dann eine Anspielung auf Shindy zu bringen. Den während Shindy ja bei seinem Eichhörnchen-Freestyle so aussah, postete Farid am Sonntag dieses Selfie von sich. Die Anspielung ist eindeutig. Shindy wiederum nahm dann das Bild von Farid und schrieb drüber Eichhörnchen-Freestyle out now. Und damit war ein wirklich wildes Wochenende erstmal vorbei. Haut rein. Also, da klappt mir ja wirklich die Kinnlade hinunter, Farid. Ist das dein Ernst? Ey, aber das ist, glaube ich, auch wie er gerade gesagt hat, denke ich auch erstmal der Anfang. Und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und wir bleiben dabei und werden uns da auf dem Laufenden halten. Ne? Oder ich euch, wir uns, wie auch immer. Shindy hat heute aber noch was Neues auf Insta gepostet. Was denn? Folgt eurem Dream und sichert euch jetzt die Tickets. Was ist das? Damals weiß er Force und genutzte Jeans. Hinterlasse eine Erfolgsspur unbesiegt. Ich folgte meinem Dream. Von einem Jungen aus Mainz zu einem Evergreen. Okay, das klingt jetzt live nicht so geil. Also, das ist live echt nicht so gut. Das kann man natürlich in die Story packen, Bruder. Also, hört euch das aber an. Folgspur unbesiegt. Ich folge meinem Dream. Kriegst nur eine Chance und ich nutze sie. Damals weiße Force und genutzte Jeans. Hinterlasse eine Erfolgsspur unbesiegt. Ich folge meinem Dream. Von einem Jungen aus Mainz zu einem Evergreen. Numbers on the board, so wie Pusha T. Folgspur unbesiegt. Wo hat der dieses Video her, Digga? Das, ja eben, der Song ist doch voll neu. Ja, okay, das klingt live echt nicht so nice, Digga. Aber der nutzt momentan wirklich jede Chance, ne? Um den Kolle da. Also, der hat Bock. Und wir auch. Von dem her, wir bleiben dran.